Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mashed8 und heute gibt's mal wieder was Neues zu Final Stand. Vor einiger Zeit habe ich ja schon mal über eventuelle neue Waffen in diesem DLC geredet. Genauer gesagt habe ich über den Compound-Bogen, von dem ich damals noch gar nicht wusste, dass er überhaupt so heißt, und von diesem Messer mit dem tollen Zweibein geredet. Das alles kommt also nun wieder ans Tageslicht, nur dieses Mal unter anderen Umständen. Die vierte Phase vom Phantom Assignment wurde also gestartet bzw. angekündigt, und das in einem neuen Battlelog-Update. Wer mal durch seine Aufträge geguckt hat, dem wird das vielleicht sogar schon selber aufgefallen sein. Eigentlich ist das jetzt noch gar nicht so viel Spannendes, aber ein paar helle Köpfe haben im Quellcode noch weitere Sachen herausgefunden. So soll man für das Abschließen vom neuen Phantom Operative Assignment eben genau diesen Compound-Bogen bekommen. Zusammen mit dem C100 Zweibeinmesser sollen das die beiden neuen Waffen sein. Die Anforderungen für den Bogen sind auch schon durch TRGO bekannt, aber ob die jetzt stimmen, da wäre ich jetzt erstmal noch ein bisschen skeptisch, weil bisher wurde das nur von einer Person bestätigt. Falls es aber stimmen sollte, muss man 200 Kills und 50 Headshots mit dem Phantom machen. Und was ist jetzt wieder der Phantom? Darüber habe ich bis jetzt leider noch nichts gelesen, aber es wird ja auf jeden Fall benötigt. Vielleicht ist es ja nochmal eine neue Waffe. Der Bogen hat außerdem wieder mal verschiedene Arten von Pfeilen. Im Prinzip ist das so wie aus Battlefield 3. Wie auch schon dort gibt es also folgende Pfeile: Target Detector, mit ihm kann man Gegner auf der Minimap anzeigen lassen, angezeigt wird aber nur, was in Flugrichtung vorne ist. Auch gibt es wieder den Standardpfeil, also eigentlich ist es gar nicht der Standardpfeil, aber ich nehme einfach mal an, dass es so ist. Er heißt eigentlich Broadhead, ist aber im Prinzip einfach nur ein ausgeglichener Pfeil, der ordentlich Bullet Drop hat, aber auch eben sehr gut Schaden austeilt. Der Sniper-Pfeil ist auch wieder dabei. Er teilt weniger Schaden aus als der Broadhead-Pfeil, hat aber dafür durch sein leichtes Gewicht nur einen sehr geringen Bullet-Drop, und das macht ihn natürlich für längere Distanzen sehr nützlich. Nützlich machen darf sich auch der explosive Pfeil, denn der ist wieder dabei. Auf längeren Distanzen ist das Teil auf keinen Fall zu gebrauchen, aber vielleicht im Kampf auf engen Raum oder zum Beispiel wenn da mal so ein Typ mit einem Schild auf euch zuläuft, vielleicht sehr interessant. Interessant ist aber auf jeden Fall der Stabilizer, also der Stabilisierer. Er soll eine verbesserte Genauigkeit durch zusätzliches Balancing bringen. Auch soll er leise sein und wenig vibrieren. Okay, aber ein Pfeil ist das jetzt auf jeden Fall nicht, oder? Also ich habe mir das so ganz spontan überlegt. Vielleicht ist es ja auch ein Aufsatz, der für den Bogen eben funktioniert, weil, mal ernsthaft, das hört sich nicht wie ein Pfeil an, oder? Als zweite bekannte Waffe haben wir jetzt noch das C100 Bipod-Messer. Das haben wir ja vorhin schon kurz gesehen und ich glaube, dazu sagen muss ich jetzt nichts. Da sage ich lieber nochmal ein bisschen was zu den anderen Sachen, die auch noch dazukommen werden. Angefangen mit den Dogtags, die ich richtig cool finde. Es gibt 5 neue für Final Stand direkt, aber auf Battlelog hat man auch bereits schon wieder 5 andere weitere neue Premium-Dogtags gelistet. Die Final Stand Dogtags sehen wirklich futuristisch aus, 4 Stück davon können jeweils für die Karte sein, nehme ich an, aber wofür ist denn das 5. Naja, man wird es schon noch herausfinden. Die Premium Dogtags bekommt man übrigens für die Aufgaben der Ultimate Serie, also Ultimate Assault, Ultimate Recon, Support, Engineer und Commander, und die erfordern wieder eine ganze Menge an Kills. Für Spieler wie zum Beispiel mich, die selber schon den Endrang bisher, nämlich 130, erreicht haben, gibt es jetzt natürlich nochmal neue dazu. Es geht jetzt also von Rang 131 bis zum Rang 140, und jeder Rang soll laut Reddit 850.000 Punkte erfordern. Wenn das stimmt, wird es wieder ein bisschen länger dauern als noch von Rang 121 bis 130, denn schon alleine dort hat es 840.000 Punkte pro Rang benötigt. Benötigt werden diese ganzen neuen Sachen ja auf keinen Fall, aber da ist schon ziemlich cooles Spielzeug dabei. Vor allem der Bogen ist für mich und wohl die meisten anderen am interessantesten. Ein Release-Datum gibt es außerdem noch nicht, aber lange kann es ja nicht mehr dauern. Battlelog hat ja bereits die passende Farbe angenommen. Oder genau gesagt, das Final Stand-Hintergrundbild und die im Video erwähnten Sachen sind jetzt ja schon im Battlelog enthalten. Erhalten habt ihr hoffentlich auch alle Informationen, die ihr euch so erhofft habt, weil mehr habe ich heute nicht dabei. In der Beschreibung findet ihr jetzt noch meinen Link zu meinem Spielestore-Partner G2A, bei dem ich selber viel einkaufe. Also dann,
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.